Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von Extraetarian Konflikt. Ich schaue hier in die Nachbarsektoren, die zwei unbekannten Sektoren der Vollständigkeit halber und schauen wir mal, wie weit ist jetzt hier mein... Ach, der ist auch schon da. Da kann ich ja dann, wenn ich das gemacht habe, dahin. Und das heißt, ich springe erstmal hier rein. Und dann gehe ich zu dem TL und werde dem die Befehl geben, die Station aufzubauen. Und danach werde ich hier in diesen Sektor fliegen. In die nächsten dann, ne? So. Oh, die sind immer noch nicht fertig. Das gibt es erst doch gar nicht. Guck dir das an, ey. Sprungantrieb wird geladen. 10%, so ein riesengroßer 20, Sektor, das dauert 30, ewig, 50, bis der da die Satelliten verteilt haben. 60, 70, 80, 90, initiiere Sprung. So, ich will nur noch mal gucken, ob im G's Hinterhalt immer noch dieser einer Xenon Q da herumschwirrt. Nicht, dass ich mich mal darum kümmern muss. Erreiche System, Nebel des Elysiums. Familien G? Hallo, ich benötige dringend Ihre Hilfe. Jetzt nicht. In G's Hinterhalt war das doch, oder? Ich kann gleich mal zu meinen Händlern gucken, ist sowas passiert? Nein. Ach doch, hier, herzlichen Glückwunsch. Zur Beförderung. Kommando akzeptiert. Das war's. Das war hier, wo der Typ von Stress gemacht hat. G's Hinterhalt. Aber das scheint er nicht mehr zu sein. Sehr schön. Gut. Dann gucke ich, was soll ich denn hier aufbauen? Squash-Minenanlage. Bau das mal auf. 5. Ach, direkt am Tor. Ja, die haben doch nicht mal Latten am Zaun. Da bauen die sich hier das Tor zu, oder was? Eingehende Nachricht. Autopilot deaktiviert. Das muss ich mir mal angucken. Das muss ich mir mal angucken. Squash-Minenanlage, Alpha. Wo ist denn das Tor hier? Es scheint doch nicht so nah zu sein am Tor. Doch, da unten ist es. Ah, die haben es daneben gebaut. Okay. Gut. Sehr gerne. Dann schaue ich, was ist die nächste Mission. Ach nee, Quatsch. Was hast denn du jetzt noch geladen? Gar nichts. Dann können wir doch die nächste Mission angehen. Erstmal gucken, gibt es hier eine Mission? Nein. Paraniten-Panzerungsfertigung 5 Megajoule. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. Sie sind Fabriken. Hier nicht. Wo waren das? Ach, Paranit Prime. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaft. Die haben eine 25er. Sie sind Fabriken von... Nee. Wo haben denn die Paraniten? Ach, hier doch, himmlische Offenbarung. Haben die doch auch noch eine große Schiffswerft stehen. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaft. Da ist er. 2,1 Millionen. Atmosphärentransporter. Himmlische, aber warte mal, ich mach das an der Vergeltung der Königung. Da bin ich ja gleich hier drüben. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. 2,1 kostet das Ding, 11,5 krieg ich. Na, das hat's doch gelohnt. So, okay, ihr seid ja noch beschäftigt.
Das ist ja ein schönes Standbild. Okay, dann springe ich jetzt kein weiter. Ziel. Frachtraum geschlossen. Quatsch. Navigation, springe in Sektor. Hier unten, den will ich. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, um da den einen 30, Sektor noch zu 40, erforschen. 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Frachtraum geschlossen. Okay, habe ich jetzt überhaupt noch ein paar... Autopilot deaktiviert. Ein paar Drohnen an Bord hier. 11 Stück. Wo? Ach, die sind immer noch hier drüben, ne? Der hat noch... Ach, da hat man viele Drohnen. Okay. So, dann werden wir mal gucken, wo hier die, Ach, hier übrigens, jeder Perigeslam-Angreifer ist wieder ein herrenloses Schiff. Könnte man übernehmen. Ah, da wollen wir durchfliegen. Dann haben wir das erledigt. So. Wieso blinkst du? Was fehlt denn dir? Ach, die fehlen Energiezellen. Weil du nicht genug Kristalle produzierst. Ich brauche unbedingt ein paar Kristalle. 38 Millionen. Vielleicht kaufe ich nochmal ein, zwei Fabriken jetzt. Kristallfabriken. Dass ich, dass mir der Komplex nicht wieder leer läuft. Wie viel habe ich denn jetzt gebaut? Kristallfabriken. 4 Stück, 7 brauche ich. Also noch 3 Stück. Das sind 18 Millionen. Das müsste eigentlich gehen. Wenn ich jetzt hier noch ein, zwei Missionen gemacht habe, dann könnte ich das vielleicht hinkriegen. Ach, hier ist keine Station, deswegen macht er das nicht. Okay, was wollte ich kaufen? 5 Megajoule. Paraniden, noch was. Raumschmiede M. Hast du eine Raumschmiede M für mich? Raumschmiede M. Raumschmiede. Und... nicht weiter. Dann machen wir erstmal die hier. Wo musst du da hin? Elende Himmel. Kommando akzeptiert. Und ich verfolge, ich fliege dir dann hinterher, wenn ich hier den anderen Sektor noch erforscht habe. Und das nächste Ziel wird sein, dann baue ich noch die andere paranitische Fabrik auf und dann kaufe ich mir noch die 3 Kristallfabriken. Erreiche System, unbekannter Sektor. Okay, das habe ich jetzt getan. So, Untiefen, die Untiefen. Autopilot aktiviert. Immer zwischenspeichern. Falls was schief geht, erstmal gucken, wie viel habe ich denn überhaupt noch? Wie viel Speicher? Oh, von Paraniden habe ich noch gar keine Polizeilizenz, sehe ich gerade. Die muss ich mir gleich nochmal kaufen. F-
416. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70. Frachtraum geschlossen. Oh, jetzt ist vielleicht endlich Nebel des Elysiums fertig mit dem Satelliten. So, jetzt muss ich erstmal schauen, was ich hier aufbauen muss. Erreiche System, elende Himmel. Eine Panzerungsfertigung 5 Megajoule. Bauen. Okay, und jetzt muss ich Raumschmiede. Wo willst du die gebaut haben? Reich des Kardinals. Atmosphärentransporter. Kommando akzeptiert. Okay, gut gemacht. Ich wollte jetzt hier andocken. Split-Raumstationen sind düstere. Polizeilizenz, da ist er. Andock-Erlaubnis erteilt. Und jetzt wollte ich mal schauen, ob die hier drüben endlich mal fertig sind. Nee, das war hier unten. Immer noch nicht fertig. Meine Güte, das dauert ewig bei dem Sektor. Wahnsinn. Das dauert doch jetzt schon bald 3 oder 4 Folgen hier. So, gibt's hier Missionen? Warnung. Energielevel niedrig. Hier gibt's Missionen. Sie sprechen mit dem Auto. Was? Das ist es, was? Was machen die Händler? Oh, sind einige auf 5? 2 auf 7? 46 Millionen. Und ich wollte euch mal das Hauptquartier zeigen. Das hier. Ach, kann gar nicht handeln dort. Weiß ich nicht, was das kostet. Split Handelshafen. So. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Autopilot deaktiviert. Jetzt. Okay, ich war noch nicht nah genug dran. Jetzt kaufe ich mir hier die Polizeilizenz. Heil der Familie Ronka. Die Split-Dynastie wird durch ihre Anwesenheit an Bord geehrt. Das war jetzt sehr schlau. Die Paraniten fehlen mir doch. Die Paraniten, nicht die Split. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. So, dann kaufe ich sie halt hier. Dann kann ich nebenbei gleich die Station aufbauen. Und dann holst du noch die anderen 3. Und dann brauche ich noch Energie-Pulskanonen-Munition-Fabrik. System, Reich des Kardinals. Und hier willst du eine Raumschmiede haben.
So, und jetzt. Eingehende Nachricht. Docke an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Okay, jetzt will ich noch mal ganz kurz. Sie ist der, obwohl ich das hier auf Höchstpreis habe. Das Kontrollzentrum haben die schon wieder die Schilde weggekauft. So, ich wollte mal gucken, habe ich denn jetzt hier eine Gewächsstation in L? Solchen großen Produktionsanlage. Außerdem beherbergt sie eine Kommandozentrale sowie die Andockmöglichkeiten für ankommende Frachter. Nee, die brauche ich dann auch. Wahrscheinlich brauche ich dafür die Energiepulskanonenfabrik. So. Sie sprechen mit dem. Sie sprechen mit dem. Du machen wollen Arbeit? Ah, oh, nicht für 44.000. Also da hatte ich schon mal über 100.000. Sie sprechen mit dem. Was werden Sie. So. Sie sprechen schlecht mit dem hab ich jetzt nicht mit dem Geld. So, Autodoc. Und jetzt kaufe ich die richtige Polizeilizenz. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Priesterimperators Xar ist unser Priesterherzog erfreut, jemanden wie Sie an Bord willkommen heißen zu dürfen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Energiezellen gibt's hier nicht. Geh bloß weg, du. Ah, ich habe noch genug. So, jetzt gucke ich noch mal hier hin, wie es hier aussieht. Mit Schimmern. Oh, jedes Mal gehe ich in falschen. Ich seid immer noch nicht fertig. Okay, gut. Egal, es ist wie es ist. Erweiterte Satelliten, genau. Okay. Dann kann ich, warte mal, Moment, das mache ich anders. Ich wollte mal gucken, wie viel hast denn du jetzt noch diese Verbindungsstückchen dabei? 2 Komplexbauteilsätze, okay. Geld habe ich jetzt, sehen wir gleich. Knapp 50. Oh, herzlichen Glückwunsch! Ich kann dich endlich befördern. Kommando akzeptiert. So, da habe ich schon lange drauf gewartet. Knapp 50 Millionen. Dann springe in Sektor, brauchen wir unheilige Herkunft. Frias Rückzug. Kann ich auch reinhüpfen. Nee, hier unten muss ich hin. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Weil hier 20, unten fehlt mir noch 30, ein Sektor. 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Vielleicht gibt es ja auch wieder schöne Missionen. Die Paraliten haben mich da bis jetzt noch gar nicht enttäuscht. Da haben wir schon einiges bauen dürfen. Erreiche System. Frias rückeingehende Nachricht. Diesmal sieht es nicht so aus. Deswegen drehe ich gleich rum. Und die Nachricht, das wird der TL sein. Hier werde ich jetzt gleich wieder Satelliten aussetzen. Erreiche System. Gesegnetes Feuer. Genau. Warentausch.
Energiezellen. Transferiert. Gehe zur Position. Du gehst hier in die Mitte. Kommando akzeptiert. Ach, das sind wieder so viele hier. Das dauert doch wieder ewig. Sie sprechen mit dem Alle benötigten Informationen. Okay. Du wolltest Kristallfabriken kaufen. Kristallfabrik. Kristallfabrik. Ach, verdammt. Ich krieg nicht alle unter. Gehe zur Position. Da muss ich dann halt noch eine kaufen. Kommando akzeptiert. Okay, wo ist denn hier? Ich will nämlich durch das Tor durchfliegen, dass die letzte Verbindung hier auch dann da ist. Okay, speichern. Warnung, Energielevel niedrig. Mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Okay, das ist nur eine Kampfmission. Ich muss ein bisschen nach rechts fliegen, sonst knall ich davor die Station. Mit den Schubdüsen. So sieht das schon besser aus. Oh, hier sind noch andere Missionen. Sehen, vielleicht komme ich noch nah genug ran, dass ich da mal nachschauen kann, was das ist. Sobald ich die Verbindung hergestellt habe, fliege ich dann nach Hause und mache nicht nach Hause. Fliege ich dann zum Komplex und erweitere den. Sie sprechen mit. Na komm. Ich könnte eigentlich meine Hyperion noch mal ein bisschen tunen hier. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 37, das kostet auch immer 6 Millionen. So, sobald ich durch bin, geht's nach Profitminen. Ne, Profitbrunnen. Dann ist wieder ein weißer Fleck in meiner Excel-Tabelle farblich markiert. Frachtraum, eingehende Nachricht. So. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. So, und jetzt werde ich die beiden Kristallfabriken aufbauen und verbinden. Und dann fehlt mir nur noch einer. Dann sollte der Komplex eigentlich rundlaufen. Atmosphärentransporter. Frachtraum geschlossen. Wo hab ich denn den gebaut? Frachtraum geschlossen. Halt. Da ist noch Platz.
Ich glaube, das war jetzt falsch. Autopilot deaktiviert. Ich glaube, das war jetzt falsch. Kristallfabrik L Alpha. Kann ich die jetzt auch verschieben? Die ist da, glaube ich, zu nah dran. Normalerweise hüpft es ja dann immer so her. Hat es dieses Mal komischerweise nicht getan. Frachtraum geschlossen. Frachtraum geschlossen. Traktorstrahl installiert. Mal sehen, ob ich die Fabrik auch ein bisschen wegschieben kann hier. Frachtraum geschlossen. Muss ich noch näher ran? Oder kann ich keine Fabrik verschieben? Frachtraum doch. Geschlossen. Hoffentlich, Frachtraum geschlossen. Hoffentlich geht es jetzt gut. Okay. Also. Ah, das ist scheiße. Ist das jetzt ärgerlich? Aber nicht zu ändern. Alles kaputt gemacht. Okay, das ist ja interessant. Okay. Atmosphärentransporter. Also muss ich doch wieder zwei Fabriken kaufen, weil ich mir jetzt eine hier selber zerstört habe. Okay. Eieieiei. Halt. So. Ich muss mir hier eine Fabrik oben aussuchen. Geschlossen. Das war jetzt ein Riesenfehl. Aber was soll's? Das passiert. Ja,
Docke an. Jetzt muss ich mal schauen, ob wie viel Kristall jetzt noch übrig geblieben sind. Kristallminen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also brauche ich doch nur eine. Also hat es mir irgendwas anderes zerstört. Okay. Moment, wie mache ich denn das jetzt hier? Wie kann ich das umbenennen? Neuer Preis ausgewählt. Kommandokonsole, Name ändern, genau. Eigenversorgungskomplex. Genau. Okay, liebe Freunde. Das war's erstmal für diese Folge. Beim nächsten Mal werde ich einfach alles wieder zusammen verbinden. Bis dann. Ciao, ciao.